Werden Migranten an der griechischen Grenze illegal zurück in die Türkei gebracht? Diese Videoaufnahmen, die dem Spiegel zugespielt und von der Rechercheagentur Forensic Architecture verifiziert wurden, belegen offenbar erstmals die sogenannten Pushbacks, also illegale Rückführungen von Migranten an der Grenze. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Diese Pushbacks sind tatsächlich so etwas wie ein schlecht gehütetes Geheimnis in Griechenland. Jeder redet über sie, aber bisher konnten sie eben nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Es gibt Dutzende Anschuldigungen, Erfahrungsberichte von Migranten, die Menschenrechtlern das geschildert haben, was ihnen passiert ist. Die meisten folgen einem ähnlichen Muster. Sie werden festgenommen auf der griechischen Seite, sie werden bisweilen zusammengeschlagen, ihnen werden die Handys abgenommen und dann werden sie nachts oder, wie in diesem Fall, auch tagsüber zurückgebracht. No deport! Solche Pushbacks verstoßen gegen griechisches und europäisches Recht und gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Denn Griechenland hat kein Recht, die Migranten ohne Asylverfahren einfach zurückzubringen. Wer steckt also hinter der Aktion, die im Video zu sehen ist? Wir können diese maskierten Männer, die diese Gruppen von Migranten zurück in die Türkei bringen, nicht genau identifizieren. Sie tragen keine Hoheitszeichen, sie tragen Uniformen, die aussehen wie griechische Militäruniformen. Allerdings spricht einer mit griechischem Akzent und tatsächlich ist es auch total unvorstellbar, dass ein solcher Vorgang am helllichten Tag nur wenige hundert Meter von einem griechischen Wachturm von der griechischen Polizei, von den griechischen Behörden nicht bemerkt werden würde. Dass die Videos wirklich an der entsprechenden Stelle entstanden sind, hat die Rechercheagentur Forensic Architecture in einem aufwendigen Rekonstruktionsverfahren belegt. Der Spiegel hat die griechische Polizei mit den Vorwürfen konfrontiert, doch die gibt sich ahnungslos. Die wollten das Video tatsächlich nicht sehen, sagen aber, sie haben keine Kenntnis von diesem konkreten Vorgang und betonen sich immer an das Recht gehalten zu haben. Das ist sowas wie die griechische Standardantwort auf Pushback-Vorwürfe. Vor allem die Türkei hat in den vergangenen Monaten das sehr offensiv vorgebracht. Auch das ist ein Grund, warum die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern nicht gerade gut sind momentan. Auch Griechenlands Premierminister Mitsotakis bringen die Videos in Erklärungsnot. Glaubt man Dokumenten des türkischen Innenministeriums, über die der Spiegel berichtet hatte, sind allein in den 12 Monaten vor dem 1. November knapp 60.000 Migranten illegal zurückgebracht worden.